Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich nehme gerade direkt hintereinander auf, weil ich hier gar nicht speichern konnte, weil ich gerade in einem gegnerischen System bin. Ich sollte vielleicht nebenbei die Uhr laufen lassen. Die letzte Folge war 27 Minuten lang. Ich finde, das ist schon ziemlich lang, wenn man das sich am Stück angucken will. Aber ich denke, für die erste Folge ist es ganz okay. Eventuell mache ich ab jetzt eher die Richtung 15 Minuten Folgen. Aber wir können jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht, wie es überhaupt bei euch ankommt. Und deswegen continue wir mal. Deswegen machen wir mal weiter. Willkommen im neuen Sektor. Kommen wieder zum Exit-Beacon und springen zum nächsten Sektor, bevor die verfolgenden Rebellen dich kriegen. Also hier, das ist ein Problem, wenn man so Nebel ist, dann ist es hier gefährlich. Das ist ein gefährliches System. Man hat keine Scanner in seinem Nebel. Und deswegen müssen wir hier mal weiterspringen. Und gucken, dass wir nicht wieder in einem Nebel landen unbedingt. Nebel ist natürlich auch teilweise gesichert. Deswegen entscheiden wir uns doch nochmal hier für diesen... Ne, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ich bin da. Ich könnte hier außenrum... Ah ja, okay. Oder ich laufe hier rum. Ich werde in diesen Nebel mal reinfliegen. Keine Scanner zwar, aber... Mal gucken. Okay, ja... Attack the automated ship. Okay. Dann haben wir hier so einen verbesserten oder ein, ja, automatischer Zerstörer und so. Okay, wir wollen jetzt erstmal vernichten. Das heißt einmal, ach, das hat keine Schilde. Das heißt, wir gehen erstmal nur auf die Waffen. Die hauen auch eigentlich in der Regel nicht ab. Aber wir schießen trotzdem mal auf die Dings. Ja, zack, pow. Einmal Schilde und Waffe geht vorbei. Waffen sind hier teilweise beschädigt. Wenn die ein bisschen beschädigt sind, sieht man auch hier, dass teilweise von den Waffen was weggeht. Auch sehr cool gemacht. Das Spiel macht mir ziemlich Spaß. Nur ist es leicht so, dass man hier stirbt und ja. Wir kriegen erstmal 31 Scrap und wir können jetzt die Station erforschen. The station was apparently designed to outfit rebel ships with drone systems. You find a function schematic for defense drone Mark 1. Okay, wir gehen an das Schiff. Wir könnten uns jetzt Energie weiterholen, wir könnten das Geld sparen. Noch 2 Crewmitglieder können wir haben, das heißt also insgesamt 8 Equipment. Wir haben hier in unserem Frachtraum das Schemata für diese Drohnen. Und wir müssten erstmal das Drohnensystem installieren. Dafür brauchen wir aber einen Shop sozusagen, wo wir das holen können. Also gucken wir mal hier, was wir machen. Wir könnten Medbay verbessern, wir könnten Piloting. Auto-Evasion ist aber nur dann, wenn wir keinen Pilot haben. Sensoren könnten verbessern. Oder eben die Shots-Sensoren. 25. Reveals the interior of your ship and gives information about enemy ships. Okay, das könnten wir machen. Das ist ganz gut. Hätten wir noch 56. Dann könnten wir eventuell die Waffen ausbauen. Kostet 35. Das ist sozusagen das Maximum, was wir haben. Oder Oxygen. Antrieb. Dodges 15. Faster than Light 1.5. Schneller. Oder die Schilde. Schilde gehe ich meistens als... Machen wir das mal so. Dann hatte ich hier noch einfach Platz für 15. Dann brauchen wir aber bald Energie wieder. Das kaufen wir uns dann demnächst. Also Jump. Jump, jump. Wir haben hier ein Store und kein Geld mehr. Okay, von dem hier, das ist eher so eine Sackgasse. Da gehen wir nicht hin. Gehen also hier mal hin. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen Geld einsammeln. Danger, danger. Oh, oh, Blitze, Blitze, Blitze. Also, Plasma Storm. Und wir sehen hier, wir werden angegriffen. Combat Drohne. Das ist nicht gut. Wir haben kaum Energie. Müssten eventuell hiervon was runternehmen. Burst Laser. So, wir setzen erstmal hier was auf die Schilde und dann den Burst Laser darauf. Wir gehen nicht auf den Antrieb. Der macht ein bisschen die Schilde kaputt. Schilde aber sind nur auf eine Sache. Verdammt. Wahrscheinlich trifft er jetzt. So, kein Problem. Sehr gut. Den müssten wir auf jeden Fall jetzt schnell kaputt machen. Hier sehen wir auch, dass er ein Drohnensystem hat. Da benutzt er sie ja auch.
Und wir müssten hier auf jeden Fall schnell weg. Das heißt, wir gehen... Ja, wir gehen hier rauf. Also, Attacke. Ja, unsere Waffen sind leicht angeschlagen, aber sind dabei repariert zu werden. Sehr gut. Jetzt können wir hier verschwinden. Müssen aber erstmal Energie runternehmen. Und wir Antrieb haben. Jump. 31. Ja, gehen wir erstmal zum Store. Da sind wir ein bisschen gesichert. Oh, das ist aber nicht unsere Drohne gewesen. Ah, nee. Okay, wir haben eine Space Station hier. Da seht ihr jetzt mal, wie das aussieht. Cloaking. 150 kostet das. Transporter 75. Drohne 80. Wir haben ein bisschen Geld. Wir sollten eventuell uns ein bisschen Treibstoff holen. 5-mal Treibstoff haben die. Eigentlich alles Treibstoff am besten. Fix all. Zack. Hülle ist repariert. Hier haben wir noch Typsis. Der ist gut. Der Zoltan ist ein Engi. Oder es ist ein Zoltan. Es ist ein Verbündeter der Engis. Und die bringen Energie. Wenn sie in einem Raum sind, geben sie diesen Raum Energie. Aber leider haben wir nichts Besonderes. Außer vielleicht diese beiden Sachen, die wir verkaufen könnten. Denke ich auch mal, dass wir es machen. 62. Nein! Ah! Shit! Ah, wir können hier wieder zurückkommen. Wir können hier wieder zurückkommen. Und ich habe gerade keinen Sauerstoff. Fuck! Weil dann sterben unsere Leute. Erstmal hier regenerieren. Oh, da habe ich nicht aufgepasst eben. So, wir haben... So. Tue ich es wieder dahin. Energie aufgeladen, alles bestens. Wir jumpen. Vielleicht mal hier hin. Oder wir gehen hier hin. Und eventuell kriegen wir hier genug Scrap, um uns den Engi... den... Ich habe vergessen, wie er heißt. Na. You discover the remains of a ship. Okay, das habe ich gar nicht vorgelesen, egal. Wir können also wieder hier zurück zum Store. Da haben wir auch noch einen Store. Aber ich möchte auf jeden Fall den Dingsbums haben. Mantis. Also... Hallo. Jupp, danke. Und dich stellen wir mal in den Waffenraum. Schilde, Schilde, Schilde ist gut. Waffe, Waffe, Waffe. Ihr seht ihr, das hier verbraucht ein Energie, das verbraucht zwei Energie. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja. Okay. Einen haben wir jetzt also übrig. Können wir also in den Antrieb stecken. Oder eventuell, wenn wir neue Waffen haben. So, Jump. Hier rüber. Wo nehmen wir... Fahren wir als erstes, nächstes hin. Ich muss gerade noch hier was schreiben. Sekunde. So. Also, wir fliegen jetzt hier wieder hin. Oder hier. Ich glaube, wir fliegen mal hier hin. Da wäre auch ein Store. Vielleicht einen kleinen Umweg fliegen. So, Debris from a forgotten battleship still orbits the gas giant in the system. Some of it still might be usable. Also wir finden gerade das Zeug, die Überreste eines vergessenen Kampfschiffes und das fliegt nur noch um so ein Gasriesen herum und wir sammeln uns das ein, kriegen 3 Fuel, einen Drohnenpart und 30 Scrap. Wir gehen mal ins Schiff und könnten eventuell, das kostet 50, Oxygen 25, das wäre dann dreimal so schnell, falls man das unbedingt mal brauchen sollte, bin ich noch überlegen. Das hier ist eigentlich sehr gut, Antrieb auch, Schilde auch, es ist alles sehr gut. Ich weiß es nicht, wir jumpen mal weiter. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, da, die sind in 1, 2, etwa drei Runden hier. Eins. Da ist der Exit Point. 1, 2, 3, 4. Oder 4. Ja, so machen wir das mal. Also gehen wir hier hin. Könntest du überlegen, ob wir nochmal zum Shop wollen. Oh nein, Asteroidenfeld. Das heißt, unsere Schilde werden durchgehend angegriffen. Wir können jetzt hier reingucken. Da sehen wir, wo die Gegner sind. Das heißt, wir gehen erstmal hier auf die Schilde. Die sollten ja recht schnell kaputt sein. Und... machen das mal. Seht ihr auch gerade, das Schild von dem ist komplett weg. Wir haben zum Glück 2 Schilde.
Da macht das nichts. So ein Feld ist auch gut vielleicht zum Trainieren für unsere Dings. Oh, gut getroffen, den Antrieb. Hier, Hüllenschaden. Das ist gut. Da trifft nochmal ein Asteroid. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Bringt das eigentlich, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, verbessert das eigentlich ihr Skill? Das wäre ja interessant zu erfahren, weil dadurch, dass sie hier steht, müsste sie ja sozusagen die ganze Zeit trainieren, ne? Vermute ich einfach mal. Keine Ahnung. Damo, du gehst hier hin. Wieder rein. Zack, alles aufgeladen. Jones, du musst dich auch nochmal heilen. Briar, hast du was gekriegt? Nö, 14. Okay. Okay, 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 okay. Dann jumpen wir mal weiter. Ich könnte eventuell zum Store. Ich habe 73. Wenn ich hier hingehe, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, das passt. Wir gehen also zum Store. Gucken wir mal. Also, die haben diese Sachen. Wir könnten reparieren. Erstmal kurz gucken. Wir haben nichts zu verkaufen. Die haben auch keine Waffen, die wir nehmen wollen. Drone Control. Das heißt, erstmal fixen wir. Wir holen uns zwei davon. Wir holen uns ein bisschen Antrieb. Kann nicht schaden. Ja, sonst brauchen wir eigentlich nichts. Jump. Hier hin. Wir haben jetzt gleich das System wieder hinter uns. Cool. Okay, a pirate ship was lying in the wait inside this asteroid field. It immediately moves to attack. Jo, geht los. Sehr gut. Wir sehen drei Typsies, einen Repair-Typ und eine Combat-Drohne, die uns direkt angreifen wird. Das heißt, hier auf die Schilde, auf die Waffen, zack, die Drohne. Eventuell könnte ich überlegen, auch die Drohne auszuschalten, weil aber die funktioniert wahrscheinlich die ganze Zeit noch weiter. Das ist schon mal erledigt. Zack, zack, zack. Gehen hier rauf. Darauf. Weiter. Okay, es will wegfliegen, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Zack, kaputt. Und die Drohne ist auch weg. Sehr cool. Jetzt müssen wir erstmal alles wieder aufladen. Briar, wie fährst du jetzt? 19. Oh, ist okay. Jump. Ich könnte eventuell hier erstmal hin. Dann sind die gleich hier. Oh ja, das machen wir. Oh nee, das hasse ich. Das ist richtig schlimm. Das Ding macht ordentlich Schaden die ganze Zeit. Okay, Attacke. Jetzt müssen wir uns beeilen. Auf geht's. Also, es sieht noch relativ einfach aus, aber es kann schnell unendlich schwer werden. Wie der Pastinator 780 sagt, easy ist scheiße schwer, normal ist super scheiße schwer. Dem kann ich mich auf jeden Fall der Meinung anschließen. Und deswegen, gleich kommt nämlich ein Solar Flare. Macht Schilde und alles mögliche kaputt. Macht Feuer. Hierhin. Reparieren. Zack, Schilde weg. Jo. So, noch einmal hier rauf. Zack. Die sind gleich vernichtet. Und wir können weiter. Otaldo brennt. Ja, der brennt doch, ey. So, zerstört. Und schnell weiter. Schnell, schnell weiter. Jo. Ja, Solarflare, schnell. Weiter, 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 weiter. Huh, geschafft. So, Möglichkeit hier. Dann sind sie gleich hier. Ich nehme den hier. Ist ein bisschen sicherer. Hui, gerade noch so entkommen. AC Civilian Ship. Also, you arrive in the system to see a pirate ship pursuing a civilian ship. You detect messages from a civilian ship on a distress frequency. Also wir... Oh! Nice. You power up your weapons and engage the pirate ship. So, erstmal Feuer löschen. Macht ihr per Hand. Man kann auch Luft raussaugen, ist aber doof, wenn man da Leute drin hat, weil dann ersticken die. Und wir haben noch nicht die verbesserte Sauerstoff-Dingens. Dieses Ding ist ein bisschen gemein, es hat ein grünes Schild. Und der Schild kann nicht durchstoßen werden von den Torpedos.
Wir müssen hier darauf achten, dass die nicht sterben beim Feuerlöschen. Okay, erster Schuss, Treffer. Ja, der grüne Schild muss erst einmal weg sein, dann ist alles gut. Okay, der hat einen Laser, so ein... Okay, zack, weg mit dir. So, der wurde gut getroffen. Da geht die Luft raus, das ist noch viel besser. Erstmal deine behinderten Waffen weg. So, und dann auf den Antrieb. Und tschüss. Besiegt. Also, das Schiff bricht auseinander. Wir kontaktieren das Civilian-Schiff, kriegen 3 Fuel, ein Missile und 27 Scrap. Contact the Civilian-Ship. Das Schiff, das von den Piraten angegriffen wurde, war ein wissenschaftliches Raumschiff. Sie bedanken sich und geben an so einen kleinen Reward 2 Fuel, eine Missile und 27 Scrap. Sehr cool. Wir können also mal hier in unser Schiff reingehen. Und mal gucken, was uns als nächstes holen. Wir haben 146. Das heißt hier, das wären 150. Speichern und vielleicht beim nächsten. Jump! Hierhin. Hoffentlich kriegen wir hier nochmal irgendwie ein paar Scraps. Intervene to defend the outpost. Ah ja, wieder das. Sehr gut. Continue. So, hier sind keine Lebewesen an Bord. Wir vernichten erstmal die Waffen. Und sparen uns Missiles, weil wir nur 5 haben. Bam, 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 bam. So, ich bin echt gespannt. Au, au, kaputt. So, das hier. Das wird auch automatisch repariert. Von denen. Auch Drohnen an Bord. Und sobald das hier fertig ist, werde ich speichern und in der nächsten Folge erst rüberspringen. Alles zerstört gleich. Ich frage mich, warum die Terminals haben, wenn das hier ein Drohnenschiff ist. Boah. Super. 14 Scrap. Und nochmal was von dem Outpost. Gehen wir zum Schiff. Einmal das und danke. So. Dann bedanke ich mich wieder bei euch. Ich werde erstmal meine Leute hier alle heilen. Alle, die halb tot sind. Otaldo, du musst hier rein. Und Dambo dürfte auch hier rein. So, alle schnell heilen, 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 heilen. Dambo wieder zurück. Du, Otaldo, gehst da rein. Du bist auch kaputt? Oder ist das normal? Nee, ist es nicht normal. Deswegen hier, zack, rein. Und alle sind sie wieder fit. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.